Hallo und herzlich willkommen bei Aquado Zoo. Das ist der Philippe, ich bin der Nils und wir werden euch heute verschiedene Kampffische-Aquarien im High-End-Bereich zeigen. Das wird hier heute der erste Teil von drei Teilen. Und nicht schlecht. Im zweiten Teil zeigen wir euch dann mal im Unterschied die Basic-Lösungen für die Kampffischhaltung. Und im dritten Teil macht der Philippe dann ein Special für euch, nämlich die Gestaltung. Das wird dann richtig spannend. Da freue ich mich aber. Ja, Überraschung. Bing, bing. Oh, toll. Viele fragen immer, ne, wie wird der Kampffisch gehalten? Wie lebt er aber in der Natur? Das würde mich jetzt interessieren. Also grundsätzlich ist es ja so, der Kampffisch in der Natur, die Urformen quasi, die kommen ja vor in Bereichen, wo die, ich sag mal, Gewässer oder die Teiche eher Richtung Tümpel und Morast schon liegen. Also wenig Wasserstand in der Regel, sehr verkrautet, das Wasser nicht sehr ansehnlich. Der Kampffisch selber lebt dort unter teilweise sehr hohen Temperaturen. Ne, weil wenig Wasserstand, viel Sonneneinstrahlung, ist ja asiatischer Raum, das heißt, ich habe da wirklich viel Wärme auch. Genau. Es ist auch so, dass die, ich nenne es schon fast Pfützen oder Tümpel, dass die halt, ja ist ja wirklich ja, so, ist ne? Eine Pfütze, das stimmt. Dass die wirklich dann auch schnell manchmal vom Austrocknen bedroht sind oder auch der Sauerstoffgehalt extrem knapp ist. Das heißt, der Kampffisch gehört zu den Labyrinthfischen und hat dadurch eben auch die Möglichkeit, als Labyrinthfisch, mittels seines Labyrinthfischorgans, atmosphärische Luft mit aufzunehmen, so dass er sich da versorgen kann. Und Kampffisch, solange er feucht ist, kann ja Stunden und länger überdauern. Der kann sich theoretisch ja über ein feuchtes Bassin ins nächste, über Morast quasi drüber robben, mehr oder weniger. Was macht er denn, wenn die Pfütze dann irgendwann wirklich trocken ist? Ja, dann hat er ein Problem. Okay. Also feucht sein muss er schon, sonst haben wir Trockenfisch. Ja? Das sind die kleinen, die sind Tüten für diese Katzensnacks. Ach so. Ja, ja. Ja? Gibt hier vorne an eine Tanke. Ja. Ja, Kampffisch to go. Nee, aber es ist einfach so, die müssen halt feucht bleiben, das ist ganz klar. Es ist ja nur mal ein Fisch und Schleimhäute, alles muss ja feucht bleiben. Aber man sieht einfach von Natur aus, sind diese Urformen halt sehr widerstandsfähig. Also ein Kampffisch ist auch nicht empfindlich, sehr widerstandsfähig. Und deswegen ist er eben dafür gemacht, solche Situationen zu meistern. Ne? Das muss man einfach mal fürs Tier einfach anerkennen. Ich habe mal gehört, die springen von Pfütze zu Pfütze, stimmt das? Das kann durchaus passieren, dass sie springen, ja. Okay. Deswegen sollte man im Aquarium auch ein paar Kniffe nachher berücksichtigen, die wir euch erklären. Okay. Und auch das Nahrungsangebot in solchen Pfützen kann sehr rar sein. Deswegen ist ein Kampffisch auch von Grund auf ein bisschen aggressiver. Denn man muss sich vorstellen, so ein kleiner Tümpel, so eine kleine Pfütze, wenn da jetzt zwei Kampffischmännchen drin konkurrieren, auf so einer kleinen Fläche, die Natur ist grausam, der Stärkere gewinnt. Der andere hat da in der Regel keine Schnitte. Gleichzeitig können die sich auch aus dem Weg gehen. Ne? Also man hat ja da so dichte Strukturen, die Chance ist da, dass man sich nicht sieht. Ja? Aber die Hochzuchtform hingegen, also da, wo wir viel Beflossung haben und eben die Endform der Zucht, da ist es so, dass die eben extremst schwimmfaul sind im Vergleich zu den Naturformen, weil die Beflossung halt wirklich sehr, sehr groß ist. Und das ist eben wirklich dieser Vergleich zu einem Bodybuilder, so banal es klingt. Es ist einfach kein Marathonläufer, sondern es ist einer, der dann auf dem Punkt Masse zeigen kann, die Flossen präsentiert. Er sollte auch ein bisschen trainiert werden. Und da ist eben einfach ein Aquarium, was sehr, sehr groß ist, nicht von Vorteil. Ne? Klingt logisch. Ja, es ist auch nicht so, dass die ihr Futter nicht finden. Das ist oft ein Irrglaube, der gesagt wird. Bei großen Aquarien finden die ihr Futter nicht. Das ist Quatsch. Aber eins ist klar, wenn ich ein sehr großes Aquarium habe und der ist auf Futtersuche und der schwimmt sein Revier ab, dann verbrennt dieser Fisch Kalorien. Und viel Flosse heißt viel Masse und viel Kalorienverbrauch. Das muss ich ausgleichen. Das macht es schwierig, bei so einem Großflosser den gut zu ernähren. Das muss man berücksichtigen. Das ist natürlich ein Aquarium, was dem etwas mehr schmeichelt, schon fast sinnvoller. Das erklärt so mal einiges, ja? Ja. Das stimmt. Wir fangen mal an, würde ich sagen. Womit? Aquaristik. Ah, okay. Und zwar mit schöner Aquaristik. Wir haben hier mal für euch vorbereitet ein ADA 60P. Mit Paula. Der Philippe ist ja großer Fan von und ich ehrlich gesagt auch. Die Verarbeitung ist mega, mega gut. Besser geht nicht. Würde ich auch sagen. Also wenn man so ein ADA-Aquarium sich anguckt hier, das ist schon kurz vor gegossen. Ja? Perfektion im Glas. So sieht's aus. Die haben es drauf, die Jungs. Und auch Weißglas ist nicht Weißglas. Ist auch ganz wichtig. Das ist richtig. Wäre übrigens auch vielleicht nochmal ein Thema zu machen, würde ich sagen. Ne? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, eine grundsätzliche Frage, bevor wir an die Details gehen. Die Größe, oder? Was für Größen brauchen wir für die Kampffischhaltung? Das streitet man sich ja drum, habe ich gehört. Heißes Thema, ganz genau. Also Fakt ist, viel zu klein sollte es nicht sein. Richtig. Wir reden ja hier von der Dauerhaltung und nicht von der kurzfristigen, wie jetzt im Zoohandel. Es gibt bestimmte Richtlinien. Die Richtlinien besagen, dass alle Zierfische ab 54 Liter gehalten werden sollen. Es steht aber auch im Kleingedruckten drin, dass durchaus Fische, die kleiner sind, also Nanofische oder auch Kampffische, auch durchaus in kleineren Volumina gehalten werden können.
können, sollen aber ja, nicht. Sollen aber nicht, weil man einfach davon ausgeht, dass die Wasserqualität in so kleinen Aquarien nicht so gut gehalten werden kann, wie es sein müsste. Da kann man sich natürlich drüber streiten und auch diese, ich sag mal, Richtlinien sind ja auch ein paar Jahre schon alt und die Technik am Markt ist ja, ja förmlich erschlagen, würde ich sagen. Also die technischen Möglichkeiten sind ja, ja irre. Hm? Filtervolumen wird immer größer, Filter filtert immer besser, das Material wird immer, hat immer mehr Oberfläche. Genau, also, Oberfläche, genau, wenn man das vergleicht, ne, man kann ja mittlerweile Innenfilter und Außenfilter bekommen, ja, die mit dem passenden Material derart große Oberflächen und Strukturen haben für Bakterien. Der hat viele Bakterien beherbergen und damit die Wasserqualität ja auch entscheidend beeinflussen, dass aus unserer Sicht es eigentlich überholt ist, dass man in solchen Größen keine Fische halten kann. Darf man das sagen? Überholt? Ich denke ja. Also wir haben ja viel Erfahrung und auch Erfahrung sammeln können in den Jahren und wir haben ja auch viel Kundenfeedback, mhm, und das, was die Hersteller da anbieten, klar, gibt es von bis, was man kaufen kann. Ja, man muss nicht alles kaufen, nicht alles ist gut, aber viele Sachen sind es. Das jetzt hier, was wir vor uns stehen haben, da haben wir jetzt auch die Literzahl passend. Das sind 64 roundabout, ne? Beim, ja, 60B. Genau. Circa. Und ja, wir haben eine Kantenlänge von 60 cm. 60, 30, 36. Genau, 30, 36. Wir sagen eigentlich immer für die Kampffischhaltung so alles ab 20 cm reicht für einen Kampffisch. Es kann also durchaus eine gewisse Grundfläche haben. 30 cm macht aber Sinn, weil du weißt es ja besser noch als ich, Bepflanzung. Ich wollte gerade sagen, du wolltest auch ein paar Steine und ein paar Wurzeln, genau, und ein paar, ne, Pflänzchen drin haben. Das macht das hier auch eigentlich spannend mit den 36er Höhe. Manche werden dann vielleicht sagen, oh, 36, das ist ja schon wieder fast viel von der Höhe für einen Kampffisch. Aber wir füllen natürlich hier entsprechend Bodengrund ein. Ne? Kommt auf den Kampffisch an. Kommt auf den Kampffisch an, genau. Kurzflosser, ne? Langflosser, ne? Der Bodybuilder-Kampffisch oder eher so der Athlet. Hm? Also ich würde sagen, für eine dauerhafte Kampffischhaltung, gerade auch bei einem Kurzflosser-Kampffisch, ist so eine Kantenlänge von 60 cm gut. Ja. Viel länger macht kaum Sinn. Ich meine, wenn das jetzt ein paar Zentimeter mehr wäre, okay. Tiefe 30, 40 cm Oberkante, dann ist auch wirklich Ende, würde ich sagen. Höhe roundabout 30 cm sinnvoll, kann auch ein bisschen mehr sein. Bisschen, genau. Bei den Langflossern. Die aufgepumpten, die, genau, Bodybuilder, die nicht so viel Luft haben. Genau, die eher schwimmfaul sind, natürlich aufgrund ihrer Masse. Mhm. Die aber durchaus nicht eingeschränkt sein müssen im Schwimmverhalten. Also ich kenne durchaus auch wirklich Hochflosser und großflossige Kampffische, die sehr agil sind. Aber eben trotzdem nicht so in Summe auf solche langen Strecken natürlich, stimmt, wie jetzt im Kurzflosser. Ne? Da kann man sicherlich auch von solchen Maßen abweichen. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, was ihr da machen wollt. Wie gesagt, rein richtlinienmäßig 54 Liter. Unabhängig dessen gibt es natürlich verschiedene Varianten und Lösungen. Das hier zum Beispiel sind mal exemplarisch einfach gezeigt 38 Liter. Hm? Und wie man im Größenverhältnis sehen kann, im Unterschied, platzmäßig macht es nur relativ viel aus. Das sind 20 Zentimeter, ne? Genau, ja. Also nicht mal. Ich glaube hier, das hier, ich gucke gerade mal nach, ich habe mir hier vorne eine Notiz gemacht. 15 Zentimeter sind es in der Länge sogar gar nur. Ja? Tiefe ist sogar fast gleich, sind 2 Zentimeter Unterschied. Also wenn das was ausmacht, naja gut, kann man sich drüber streiten, wie gesagt. Das wäre jetzt hier die Optimumlösung, die zu empfehlen. Ja, so, also ganz klar, nach Richtlinie ist alles kleiner als 54 Liter, ja, auch wenn das für viele sehr verwunderlich klingen mag. Es ist vielleicht auch ein bisschen, ja, schwierig, das Thema, oder heikel, weil man natürlich sich auch ein bisschen bevormundet fühlt, denn, sag mal, zu sagen, man kriegt das Aquariumwasser nicht vernünftig gehalten, setzt ja voraus, dass derjenige, der das tut, eigentlich keine Ahnung von dem hat, was er da macht. Ich mag mal sagen oder voraussetzen, dass es sehr, sehr viele Aquarianer gibt, die es auch sehr, sehr gut machen und das, ja, gut beherrschen. Ich würde sagen, auch die kleineren Aquarien definitiv. Genau. Ja. Das wäre ja so, als wenn man sagen würde, keiner kann Motorrad fahren. Ja? Sicherlich gibt es Chaoten, aber es gibt viele Leute, die sehr ordentlich und gut Motorrad auch fahren können, ja, nicht nur Auto. So, ja, also Mindestgröße, wie gesagt, kann man sich natürlich drüber streiten, unabhängig der Richtlinie. Fakt ist einfach, ich denke, und ich glaube, das siehst du auch irgendwie so, genau, ja. 20 Liter ist schon arg klein, 30 Liter, da würde ich sagen, so ab da fängt es an. Genau, nach, ne, oben hin. Genau, nach oben hin darf es gerne dann eben auch mehr sein. Aber wie gesagt, nochmal Richtlinie, 54 Liter, das sollte es da mindestens sein, laut Richtlinie. Laut Richtlinie. So, wir fangen jetzt mal an mit der kleinen Variante. Nochmal vielleicht zur Erinnerung, wir haben hier in diesem ersten Teil mal einfach Aquarien rausgesucht, wo wir so ein bisschen in den High-End-Bereich gehen, wo wir sagen, da kommt ein wertiger Kampffisch rein mit einer Bombenfarbe, Beflossung, Zeichnung, whatever. Den wollen wir natürlich maximal in Szene setzen und das Weißglas natürlich aufgrund, ja, der Brillanz top, ne? Auch bei den Lampen. Hast du so einen schönen Kampffisch und muss. Da muss jetzt schöner drumherum auch sein. Bin ich auch der Meinung, genau. Aber wie gesagt, wir machen im zweiten Part für euch mal die Basic-Varianten. Ja, los geht's. Hier haben wir das blaue Aquascaping Cubic 38 Liter, ja. Weißglas 5 mm Stärke. Hm? Schick. Finde ich auch. Ja. Also für ein blaues
Aquarium mit Weißglas auch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ne? Mit ordentlicher Unterlichtmatte, sehe ich gerade. Genau, weiße Unterlichtmatte ist da schon bei. Bei ADA kommen wir gleich zu, da müsst ihr die nämlich noch extra kaufen. Abdeckscheibe? Ja, ist mit bei. Was für eine Lampe hast du da jetzt drauf? Eine schöne Twinstar. Die Low-Budget-Variante von der Firma Twinstar. Die C-Serie müsste das noch sein, ne? Genau. Ja, ausziehbar, auch für größere Aquarien gedacht. Kleiner natürlich nicht. Hm, genau. Auf Minimum eingestellt. RGB, ne? Mehrfarbig. Ist das so? Ja. Ja, RGB, tatsächlich. Mhm, genau. Ja. Der Kampffisch auch richtig schön optisch rüberkommt. Und vor allem, man beleuchtet hier auch auf ganzer Fläche. Ja. Technische Ausstattung. Was braucht eigentlich so ein Kampffisch-Aquarium? Da streitet man sich immer über den Filter. Braucht man einen Filter? Ja, also ich bin der Überzeugung, ja, braucht man. Denn wenn wir dieses Gutachten einfach mal ranziehen oder diese Richtlinie und uns einfach mal darauf beziehen, genau, und Wasserqualität ins Spiel bringen, dann ist ja ganz klar, dass für eine ordentliche Wasserqualität im Allgemeinen ja auch irgendein technisches Hilfsmittel dieses Wasser aufrechterhalten muss. Ja, und muss bewegt werden. Wenn nicht der Filter, was dann? Ja, eben. Es muss bewegt werden, muss gefiltert werden. Genau. Na, wie sieht ein Aquarium aus nach einer Woche, wenn das nicht bewegt wird oder gefiltert wird? Genau. So, klar, optischer Anspruch ist natürlich auch immer unterschiedlich, aber das ist schon wichtig. Aber Filterung, wo du es gerade sagst, ist natürlich auch so, die Durchflussmenge ist ganz entscheidend. Ja. Beim Kampffisch ist eben nicht Durchfluss viel, viel, sondern ganz im Gegenteil, weniger ist mehr. Ja, genau. Und ja, Filtermaterial ist ganz entscheidend. Gutes Filtermaterial. Ja. Wir haben da mal was vorbereitet. Ne? Klassischer Hang-On-Filter. Genau, Hang-On-Filter, das ist auch einer von der Firma Blau, das ist der FM120. Der ist eigentlich nur bis 30 Liter freigegeben. Das hat was mit dem Filtermaterial zu tun natürlich. Aber das kann man noch pimpen, man kann das erweitern. Genau. Und zwar wäre hier unsere Empfehlung, ja, ich mach's mal dahin, Sera Siporax Mini. Glaskeramik, ganz viel Oberfläche. Ganz genau, damit könnt ihr die biologische Leistung des Filters also gut und gern verdoppeln. Was sehr schön ist bei dem Filter, ich mach den mal hier oben ab kurz. Ihr könnt hier den Durchfluss einstellen. Das heißt, ihr könnt wirklich von bis einstellen und der Kampffisch mag nicht viel Strömung. Wir haben ja schon gesagt, Tümpel, Pfützen und Co. Keine reißenden Bäche. Ne? Das heißt, wir können das hier wirklich schön smoothie runterstellen. Und das ist hiermit sehr gut möglich. Und hier ist Filtermaterial drin und hier seht ihr, hier ist noch eine Menge Platz. Da kann da Sera Siporax rein. Entweder im Filtermedienbeutel oder pur eingefüllt. Pur eingefüllt reicht eigentlich da aus. Genau, da ist es. Sera Siporax ist hochporös und die Poren, die Öffnung der Poren, haben eine spezielle Größe. Und hier ist eine enorme Besiedlungsfläche für Bakterien, sodass das Material, also diese Filterlastung, hier um ein Vielfaches erweitert. So. Was bei allen Aquaren und bei dem hier auch gut sichtbar ist, wir haben hier diese Glasscheibe, die wichtig ist, weil Kampffische auch gerne mal springen. Und wir haben diesen Spalt hier, das heißt, da muss man immer berücksichtigen natürlich, dass der Kampffisch dort, ja, wie sagt man so umgangssprachlich, einen Fisch macht. Ja? Also, ausbüchst. Genau, ausbüchst, ne? Auf Tour geht. Und zwar, wir meinen damit nicht Urlaub, sondern ganz raus. Genau. Wir haben euch mal eine Möglichkeit gezeigt, das Versuchen zu verhindern. Das ist einfach nur mal eine Variante. Ja, ich würde sagen, der Philippe erklärt das vielleicht mal ganz genau. Also im Grunde ist es so, dass man in dem Bereich, da wo der kleine Schlauch ist, der sitzt dann genau an der Wasseroberfläche. Normalerweise ist das so, durch die Wasserströmung werden dann Schwimmpflanzen durch die Gegend getrieben und halt mit diesem schönen Schlauch hier werden die im Prinzip in dem Bereich festgehalten, genau, eingefangen. Genau. Also man im Prinzip dann auch verhindert, dass der Fisch dann im Prinzip dann da hochspringen könnte. Genau, man hat also quasi, wir haben eine Schwimmpflanze, da kommen wir schon mal im Gestaltungsvideo nochmal genauer dazu, da wird der Philippe euch dann nochmal Varianten zeigen, aber genau so ist es. Wir wollen damit quasi verhindern. Wir wollen eine Barriere schaffen, dass der Kampffisch dort einfach nicht rausspringt. Ne? Eine natürliche Barriere. Und ihr habt dann diese Pflanzen alle schön fixiert. So. Bei der Beleuchtung gibt es natürlich noch viele andere Varianten. Das wäre jetzt hier mal eher schon fast Low Budget. Das ist die Blau, die Pico Lumina 9. Das wäre jetzt die Variante, wenn ihr irgendwo die aufstecken wollt. Ihr könntet natürlich auch zwei davon drauf machen und die quasi sehr flexibel verstellen. Rein optisch ist natürlich aber so eine Twinstar schon geiler, aber ne? Ich finde sowas ist schon cool, wenn du irgendwie eine Wurzel hast, die so rausragt, um dazwischen zu gehen, damit da trotzdem noch Licht reinkommt, ist schon praktisch. Auf jeden Fall, nur da müssen wir natürlich gucken, Wurzel rausragen wegen Kampffisch, das muss man dann irgendwo, ja, die kommt, ne, dann hier hinten halt raus. Genau, hinten so einen Zipfel rausnehmen. Genau. Da werden wir uns was Schönes für euch noch einfallen lassen. Der Philippe wird euch da geile Escapes zeigen. Was natürlich Pflicht ist, Pflicht beim Kampffisch-Aquarium und wird gerne auch mal missachtet. Heizung. Absolut, genau. Die wollen es warm haben. Richtig. Heizung ist Pflicht, genau. Da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum, kein, ja, ich habe es aber meistens warm genug.
der braucht es warm. Die Tiere kommen aus tropischen Ecken. Also, da ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit, es ist so warm, das ist so unangenehm. Ja. Und dann ohne Heizung da 18, 19, 20, 21, 22 Grad geht gar nicht. Genau, das ist so wie wenn man in Europa im Tiefkühlhaus Temperaturen einsteigt und ein Flieger in Asien bei Sauna wieder aussteigt. Also die wollen es warm. Wir haben euch hier so ein Beispiel bereitgelegt. Das ist jetzt von der Firma Denele. Es gibt natürlich auch noch andere, die sich gut eignen. Die hat den Vorteil, dass sie sehr, sehr stabil ist, sehr kompakt ist. Das Kompakte vor allen Dingen, ne? Genau. Ein dezent, kleines Aquarium, kleiner Heizer. Sieht einfach auch irgendwie mal ein bisschen schicker, moderner aus als jetzt so ein Glasheizer, aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Das wäre auf jeden Fall die Wahl. Temperatur später, die wir einstellen, so roundabout 26 Grad wären toll. Mhm. Kann auch mal ein Grad mehr sein, viel weniger als die 26 würde ich nicht vorschlagen. Ich auch nicht. Mhm. Merken wir auch bei uns in der Anlage, Temperatur ist da ganz entscheidend. Ja. Boah, ist mir warm. Ja. Ja. Kampffischtemperaturen hier. Mhm. Das brauchen wir noch an so einem Aquarium. Also, kleines Aquarium, ja. Aber wir, also wir zumindest, legen großen Wert auf Bepflanzung und Struktur. Also, wir haben jetzt einen Filter, wir haben einen Heizer, wir haben eine gute Beleuchtung. Mhm. Ich würde sagen, CO2. Absolut, wäre ich auch dabei. Aber da meckern auch immer ganz viele wegen CO2 und Kampffisch. Mhm, genau, da muss man einfach dazu sagen, CO2 ist ja nichts Schlimmes. Nein. Die Dosis macht das Gift. So ist es. Und genauso wie man auch Arsen in dem Wasser findet, natürlich vorkommt, ja, genauso findet man auch CO2 im Wasser natürlich vorkommt. Die Frage ist immer nur, ob die Menge zu viel oder zu wenig ist. Also CO2 ja, aber eben in dezentem Umfang. Würde ich sagen, so 20 Milligramm, genau. Roundabout 25 Oberkante, dann ist auch Ende. Höher würde ich nicht gehen. Ne? Ich würde auch darauf achten, das Zugabegerät ist ganz, ganz wichtig. Ja. So also klassischer Flipper zum Beispiel, wo die Blase am Ende dann plupp macht und dann sich oben sammelt, ist natürlich nicht so sinnvoll. Ja, irgendwas fein zerstäubendes. Sehr fein zerstäubend, gut von der Zugabe her, genau. Ja, und wir sind halt der Meinung, dass man ein vernünftiges, gut strukturiertes Aquarium mit viel Pflanzen kaum, also wenn man einen optischen Anspruch hat, kaum ohne CO2-Anlage betreiben kann. Ist meine. Ne? Ist so, genau. Gerade wenn man dann auch mit solchen Lampen arbeitet. Übrigens auch da vielleicht ganz interessant. Ich weiß, dass viele immer wieder sagen, ah, so ein Kampffisch-Aquarium, zu viel Licht, das ist ja nicht gut, der mag es ja gar nicht so hell. Ich sag mal so, die Sonne, da wo die ursprünglich herkommen, da ist so eine deutsche Sonne. Und andererseits ist es natürlich so, wenn man es geschickt bepflanzt und die Regeln da einhält und schon mit Schwimmpflanzen und allem arbeitet, dann gibt es ja ohne Ende beschattete Zonen. Ja. Das ist dann genau dieser Mix aus Pflanzenversorgung, Optik und eben Beschattungsteil durch die Schwimmpflanzen. Das muss eingehalten werden. Wenn man eine Komponente weglässt, funktioniert es natürlich nicht. Aber deswegen machen wir das Video. Hm? Ja, wir haben hier exemplarisch mal so eine Tropica-CO2-Anlage reingemacht. Das ist halt so die Klassiker mittlerweile am Markt. Ne? Kleine Cent. Genau, könnte einfach an der Seite dranhängen. Kommt dann entsprechend der Schlauch drauf, der CO2-Schlauch mit dem Ausströmer. Was wir empfehlen würden allerdings, ist eine Komponente, die ein bisschen ins Geld geht. Magnetventil, genau. Genau, Magnetventil. Ja, Magnetventil wichtig, weil Pflanzen kein Licht, kein CO2. Genau, wer braucht nachts CO2? Kein. Genau, ne, die Pflanzen brauchen es nicht. Im Gegenteil, die Pflanzen zehren nachts am Sauerstoff und da wollen wir jetzt nicht noch extra CO2 reingeben. Ja. Dafür Magnetventil spart auch euer Portemonnaie, sag ich mal, ein paar Euro ein. Wichtiges Feature solltet ihr machen. Wenn er CO2 macht, dann mit Magnetventil. Magnetventil, genau. Nur vielleicht nochmal exemplarisch: Zeitschaltuhr, Licht an, feste Zeiten steuern. Über die Zeitschaltuhr kann man dann Licht und das Magnetventil koppeln. Dann haben wir genau diese Situation: Licht an, CO2 an, Licht aus, CO2 aus. Macht die Sache erheblich einfacher. Schön, der Rückwandfolie. Ja, finde ich ganz wichtig. Genau, Rückwandfolie ist wichtig. Warum? Ja, zum einen ist natürlich so, der Fisch sitzt auf dem Präsentierteller, alle Seiten sind offen. Das ist genau. Fühlt sich beobachtet. Guckt jetzt Aquarium rein, ihr habt überall spiegelnde Ecken und Kanten. Das ist für einen Fisch natürlich immer so ein bisschen im Spiegelzimmer. Ja. Wir wollen es ja dem Fisch stressfrei machen. Rückwand, welche Farbe ihr da möchtet, ist ehrlich gesagt Quatsch, sich darüber Gedanken zu machen. Dem Fisch ist es ziemlich wurscht. Und oft geht man damit sehr menschlichen Maßstäben ran und sagt, die und die Farbe müsste doch Sinn machen und die ist natürlich. Dem Fisch ist das relativ herzlich egal, ob wir jetzt eine blaue, eine schwarze oder eine graue Wand nehmen. Wir haben mal exemplarisch hier für euch eine blaue gemacht. Die solltet ihr das hinten anbringen, wenn ihr wollt, auch noch vielleicht an der Seite. Und dann habt ihr auch natürlich eine gewisse Tiefenwirkung, ne? Ja, ja, klar. Also du hast auf jeden Fall endet das Aquarium optisch nicht für dich. Ne? Also du hast im Prinzip eine extreme Tiefenwirkung, wie du gerade sagtest. Hast du natürlich den Durchblick, siehst du die Wand und dann weißt du, das Aquarium hat gerade geendet. Genau. Ne? Also
Ich glaube, machst du ein Aquarium ohne Rückwand? Bloß nee, ne? Nee, würde ich auch nicht machen. Okay. Wichtig. Einfache Basics, die eigentlich jeder von euch auf dem Schirm haben sollte. Ja. Genau, Pflegeprodukte. So ordinär das klingt, so wichtig sind sie dennoch. Wir machen nichts ohne Wasseraufbereiter. Da könnt ihr noch so sagen, nee, brauche ich nicht, habe ich noch nie verwendet. Ihr wisst nicht. Das siehst du den Pier auch wirklich an, finde ich. Also wenn du ein Aquarium fährst ohne Wasseraufbereiter und im Vergleich eins mit Wasseraufbereiter über die Jahre hinweg gesehen, guckst du den Fisch an, den gleichen Fisch, die Schleimhäute sehen wesentlich besser aus, das Tier steht einfach besser da. Manche Wasseraufbereiter enthalten Kolloide oder ähnliche Stoffe, die die Schleimhäute pflegen sollen, das macht viel Sinn. Ja. Guckt euch eben vielleicht mal die Daten von eurem Wasserversorger an, die kann man meistens online einsehen. Ihr werdet merken, es gibt dort Zeiten, wo eingeklort wird, bei fast allen. Ich weiß zumindest, in Dortmund gibt es hier Bereiche, wo das der Fall ist. Ja. Gerade so in den Sommermonaten, wenn die Gewässer zu warm werden und die Bakterien mäßig Probleme bekommen. Und ja, ihr müsst nur einmal einen Wasserwechsel machen mit Chlor drin. Das hat ja vielleicht 300 Mal geklappt. Wenn es dann einmal nicht klappt, der Wasseraufbereiter hätte euch da gerettet, beziehungsweise euren Liebling. Also, weil man bitte 3, 4 Euro sparen wollte. Genau, also da generell, ne, Fisch spart man nicht dran. Nee. Baktinetten, nicht wundern, das ist jetzt eine Leerverpackung. Aber die Baktinetten, da sind ja die kleinen Kügelchen drin mit den lebenden Bakterien. Die sind quasi zum Starten, zum Einfallen super. Super Zeug. Ja, die könnt ihr nämlich auch gut mit diesem Sera Sipowax von gerade kombinieren. Mit diesem hier. Das mischt ihr quasi zusammen und macht das dann in den Filter. Top. Mega. Ja? Das ist wie Pfeffer und Salz in der Soße. Um vielleicht schon mal das Dekorationsvideo, also das reine Scapen der Aquarien, so ein bisschen vorwegzunehmen, was nur Bodengrund angeht. Da haben wir uns vorhin auch noch mal kurz geschlossen. Also wir sind beide der Meinung, der Boden ist eigentlich fast egal, wenn er nicht grobkörnig sein sollte. Also er sollte nicht grobkörnig sein, fast, eher fein. Fast egal. Wo wir uns aber einig sind natürlich ist, Soil. Er sollte, genau, Soil oder Kies, es darf einfach nicht aufhärten. Also wir brauchen einen Neutralboden. Ja? Kiesboden, neutraler. Stopp. Stopp. Soil ist nicht neutral. Nein, nein, da wollte ich jetzt drauf kommen noch. Okay. Zurück. So, also bei dem Bodengrund ist es so, dass wir uns überlegt haben, natürlich vorab, was kann man am besten euch empfehlen und was nehmen wir auch am liebsten. Und da ist für uns eigentlich klar Soil und Kies, ne? Ja, dunkel auf jeden Fall. Genau. Kies sollte dann aber, wenn neutral sein, weil viele Kiessorten härten auf, dann müsst ihr aufpassen. Das da sollte er nicht. Der Kampffisch mag es ja eher neutral bis laugig, neutral bis sauer im pH-Wert. Laugig. Ja. Ich denke schon an Laugenbrezel, ich habe Hunger. Ich sehe den Kampffisch mit der Lauge. Ich hab so einen Hunger schon auf Laugenbrezel mit Salz drauf. Ja. Und Butter. Oh. Butter. Butter, Butter und Steffi, Schnittlauch. Die Frau hinter der Kamera hat schon richtig Hunger. Ja. Heute gibt es Gyros. Stell dir mal so ein Laugenbrezel, schön mit Salz. Beim Soilboden habt ihr natürlich den Vorteil, ihr habt für die Pflanzen dann eine entsprechende Was denn? Düngung. Ach so, stimmt. Na, genau, das habt ihr in einem Abwaschstand schon mit drin. Der Soilboden, der macht mit dem Wasser nämlich auch noch was? Der macht die weicher. Genau, und das ist natürlich für den Kampffisch super. pH-Wert stabilisieren, sagt man dazu, oder? Ja, oder ein Reaktivboden, er klärt oder klart auch das Wasser ein Stück weit auf. Soil ist schon ziemlich geil, ne? Aktiver Boden. Boah. Mann, geiles Hightech, ja? Ja. Genau, und beim Kiesboden, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da vorne zum Beispiel, Aquacando, Kristallquarz-Kies. Kristallquarz-Kies. Krass, krasses Wort. Ja, wird in Deutschland produziert, ist so ein Neutralboden, das heißt, der verändert die Härte des Wassers eben nicht, passt also super. Aber Soil, wie gesagt, Zu erwähnen, ja. Kristallquarz-Kies, keine Nährstoffe. Genau. Er hat Nährstoffe. Genau. Ja. Wobei auch der unter dem Mikroskop leicht angeraut aussieht. Das heißt, die Pflanzen können sich gut reingreifen. Hat auch eine super Körnung, ist auch komplett gereinigt. Aber, wie du schon sagst, im Soil, da ist eben diese Düngewirkung, diese Stoffe mit kombiniert. Das ist schon echt ein geiles Zeug. Ne? Definitiv. Ja, und dann würde ich auch sagen, überleitend dazu geht es hier weiter. High-End. Genau. ADA 60P. High-End. 60, 30, 36. Geilster Schliff ever. Ja. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Also so nie so Silikonhäute gesehen, sieht aus wie geschweißt. Also ich glaube, danach kommt eigentlich nur noch richtig, richtig teures Material, nämlich Acrylglas-Aquarien. Die sind nicht so geil. Auch da gibt es schon auch ziemlich gute. Findest du? Ja. Aber im Glasbereich, man muss auch die Empfindlichkeit des Glases sehen. Das ist natürlich hier mit so einem Glas top. Ne? Ja. Acryl ist da schon ein bisschen empfindlicher. Also das ist schon top. Hier ist es auch so, ihr habt hier diese Glasplatte oben drauf. Und der Philippe, der Fuchs, der hat sich da nämlich was überlegt. Und zwar diese Platte hier. Die ist bei ADA natürlich nicht dabei, weil das Aquarium ist ja nicht teuer genug. Deswegen gibt es auch noch diese Platte im Nachkauf. Genau. Und
Philipp hatte die geniale Idee, mit so einer Art Verlängerungsplatte, die man dann auch schieben kann, dieses Spaltmaß hier zu verkürzen, sodass eben da keiner reinjumpt oder rausjumpt. ADA denkt sich eigentlich, ne, wir machen ja Glasfilter ein- und Ausläufe, eine Lilypipe und sowas rein. Mhm. Man braucht da natürlich Platz. Ist schwierig bei uns, deswegen, ne, ist besser, genau, wenn der Kampf springt. Machen wir die mal oben zu. Sieht aber auch gut aus und es ist ein bündiger Abschluss. Ihr müsst natürlich trotzdem irgendwo auf einer Seite die Technik reinbringen. Wir würden dann hier bei diesem Set empfehlen, dass man hier so ein, ja, in diesem Fall Oase Filter Smart 60 nimmt. Ja. Ein richtig schöner kleiner Außenfilter, der für so die Größe eigentlich ideal ist. Schön langsam auch wieder im Durchfluss. Da gibt es übrigens auch noch eine Einhängevorrichtung zum Festhängen. Lassen wir aber hier in diesen Fällen weg, weil es immer schwierig ist, das hier so passgenau zu machen. Soll ja schön sein. Genau. Stellt man daneben. Wichtig ist Förderhöhe, weil das Thema hatten wir auch vor kurzem noch mit dem Kunden. Hier ist Förderhöhe nur wenige Zentimeter. Ihr müsst also wirklich unmittelbar unterhalb des Aquariums irgendwo diesen Filter positionieren. Wenn ihr dann einen sehr hohen Schrank habt und ihr stellt ihn auf den Fußboden, er schafft gar nicht die Höhe. Aber genau das wollen wir ja. Wir wollen einen langsamen Durchfluss haben. So ist es. Hier wären wir bei 300 Liter die Stunde maximal zu 120. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, Literzahl 38, 64 oder so. Und Max. Das heißt, sobald es ja um diese Förderung rauf runter geht, verlieren wir sowieso einige Liter an Durchfluss. Also das ist dann ja, vergleichbar. Am Ende, ne? Genau. Vielleicht die Hälfte gerade mal. Auch hier Baktinetten macht Sinn, wenn wir die da reinmachen. Auch hier können wir ein bisschen Siprox reinmachen von diesem Mini. Alles gut. Aus optischen Gründen werden wir allerdings dann hier auf Glasware gehen. Ne? Genau. Hier wunderbar dargestellt. Verschiedene Formen. Genau. Genau. Also da gibt es natürlich auch welche, die ein bisschen mehr Strömung und weniger machen, was aber alles bei so einer leichten Filterströmung wie der hier... Ja, macht keinen Unterschied. Genau, macht keinen Unterschied. Das ist am Ende wirklich egal. Heizung wieder wie gehabt. Unsere Empfehlung da die Dennerle-Heizung, aber es gibt auch andere passende Heizer natürlich von anderen Firmen. Aber auch andere Außenfilter sind möglich, ne? Also so ist es nicht. Genau. Teilweise sind sie ja heutzutage alle regulierbar. Genau, Folie haben wir hier mal eine weißblaue vorne hingelegt. Es gibt auch noch den Lightscreen von ADA, den haben wir jetzt hier nicht dran gemacht, weil er für den Kampffisch nicht relevant ist. Sieht aber schon richtig geil aus. So eine ambiente Beleuchtung von hinten, so eine diffuse, richtig geiles Teil. Vielleicht machen wir es in der Einrichtung. Ja, könnten wir vielleicht zeigen, ne? Ja, ich glaube schon. Und ja, für den Bodengrund vielleicht noch ein ganz witziges Produkt, was wir ganz gerne mögen. Genau, Produkt, was wir gerne nehmen, gibt es auch von anderen Herstellern, JBL und Co. Wir nehmen jetzt hier mal einfach ADA exemplarisch, weil wir jetzt hier auch einen 60p stehen haben. Der Philippe erklärt euch mal kurz und knapp, was das Wunderzeug kann. Was kann das denn? Das sagst du es mir doch. Ja, wie gesagt, es sind hunderte von Bakterien drin, hat mal einer gesagt. Da sind Millionen von Bakterien drin. Milliarden. Ja, Milliarden, die halt in den Brunnen rein. Billionen. Ist jetzt lustig, aber gut. Ja. Die im Prinzip als Untergrund verteilt werden. Da kommt halt das Vulkanomineral drauf, dann der Zoll oben noch drauf. Und ist dafür da, damit sich sofort Bakterien ansiedeln, damit der Boden immer schön locker bleibt und auch direkt organische Substanzen verarbeitet werden können. Ja. Also ich guck mal drauf. Ah, ja gut, mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet, aber... Da steht auch Deutsch. Trilliarden von Bakterien. Trilliarden? Ja, ja. Glaube ich, wenn meine Übersetzung stimmt. Da steht doch unendlich. Ach so, ja gut. Wie ist der Aufbau dann hier in dem Fall, wenn wir jetzt mit so einem Setup arbeiten? Egal jetzt, ob wir einen Bacta 100 nehmen oder also einen von JBL. Wenn wir jetzt nicht unbedingt den Bacta 100 nehmen oder doch den von JBL, ist eigentlich egal. Ja. Also im Grunde ist es so... Abhängig, wie das der Entwurf selber wird. Man fängt im Prinzip grundsätzlich mit diesem Vulkanomineral an, bringt so ein bisschen Form rein, schon mit ein bisschen Stein spielen. Ja, im Grunde kommt dann halt nur das Zoll oben drauf auf den Mineral und dann wird gepflanzt. Also eigentlich eine ganz simple und einfache Sache, damit zu arbeiten. Auch hier können wir natürlich das machen mit dem Schlauch. So wie wir es hier gebaut haben, kann man auch hier bauen. Sobald ihr die Glasware reinmacht, muss man das Ganze ja auch ein bisschen verschieben. Ihr müsst da gucken, wo wollt ihr was reinsetzen. Wir würden euch empfehlen, dass wenn ihr das reinsetzt, die Glasware auf eine Seite packt. Genau. Ja, das Aquarium ist eh klein und es macht keinen großen Unterschied. Strömungsbild und so weiter, Kampffisch, alles egal. Das heißt, wir saugen ja eh unten an, oben wird es ausgeströmt. Ist bei der Fläche völlig unkritisch. Und ja, ihr habt dann nur auf einer Seite dann diese Öffnung, die ihr so gut wie es geht schließen müsst. Ja, CO2-Anlage Tropica, wie immer. Ja. Könnt natürlich auch jede andere anschließen, ja, ne, Weg, Tropica. Genau. Hauptsache CO2, das ist schon mal wichtig. Genau. Für die Pflänzchen und bei der ganzen Lichtpower, die man hat. Bio-CO2 ist auch ein Thema, besser als nichts, aber ihr könnt es ja nachts relativ schlecht abschalten und wir mögen immer noch die klassische Variante, oder? Gärung ist halt sehr unzuverlässig. Ist es warm, arbeitet es mehr, ist es kalt, arbeitet es weniger oder gar nicht. Also, gut, es gibt auch die Anlagen mit Zitronensäure und Co. Klar, gibt es vieles am Markt, aber wir mögen immer noch so diese... Genau. Ganz klassische Variante. Das funktioniert einfach immer am besten. Ne? Wenn es voll ist, läuft es. Wenn es leer ist, muss man dann neu dran machen. Fertig. Genau. So. Hier zeigen wir euch mal von ADA die AquaSky RGB. Richtig geiles Ding. Ja.
richtig cool. Die gibt es auch in schwarz. Ja. Ja, so matt-schwarz. Und ja, die brutzelt auch schon richtig los. Ne? Da ist richtig Licht hinter und ein sehr schönes Licht vor. Ne? Ja. Das kommt wirklich gut rüber. Also Rot- und Blauanteile werden richtig heftig darunter. Ja, Schnäppchenlampe. Die Lampe ist, glaube ich, ungefähr so teuer wie zwei von diesen Weißglas-Aquarien. Ne? Aber ich meine, wir wollen euch ja mal hier ein bisschen High-End zeigen. Noch teurer. Was machen wir heute hier mit euch? Ja? Ja, aber wir zeigen einfach mal, was geht. Ja, also damit ist natürlich so ein Aquarium perfekt in Szene gesetzt. Und ja, was wichtig ist einfach bei so einem Aquarium, dass wir auch uns um das Thema Düngung kümmern, denn wer viel beleuchtet, der muss auch die Pflanzen entsprechend mit Makro- und Mikronährstoffen versorgen. Und ich denke mal so für ein Kampffisch-Aquarium zum Start. Ja, also kannst du den einfachen Tropica-Dünger nehmen. Premium Nutrition ist eher was für Aquarium mit Wildtier. Deswegen ist wahrscheinlich, wird es langfristig der Grüne werden, wenn die Pflanzenmasse mehr wird. Ja, aber es gibt aber auch andere Dünger, die man sehr gut nehmen kann. Masterline, Aquarebell etc. Genau, also die sehr gut funktionieren. Wir empfehlen meistens so, wenn man mit dem Säulboden anfängt, dass man so in den ersten Tagen, Wochen nach der Einfachphase mit dem Orangen von Tropica arbeitet, mit dem Standard. Das empfiehlst du, ich nicht. Ich empfehle das. Okay. Und dann nach kurzer Zeit quasi, wenn man dann auch mal ein bisschen die Wasserwerte gemessen hat, mit dem Grün dann quasi nachlegt. Ne? Irgendwann werden die Stoffe ja knapp und dann muss man ein bisschen nachlegen. Leute, der lacht sich schon kaputt. Hm? Ich gehe gleich bei die Fieber messen, hör mal. Ja? Ja. Also, wichtig ist Thermometer. Das klingt so doof, aber es ist so. Es ist wirklich wichtig. Es ist wirklich wichtig. Was ist, wenn der Heizer kaputt geht? Genau. Viele, wirklich, ich weiß nicht, viele von euch werden sagen, ja, ist ja logisch. Und manche werden sagen, warum? Wir haben immer wieder Nachfragen, dass die Leute sagen, ja, ich habe doch meinen Heizer, ich habe doch die Temperatur eingestellt, dann weiß ich doch, wie warm es ist. Ja. Das ist ein Irrglaube. Die sind nicht geeicht. Das heißt, da gibt es immer eine gewisse Differenz. Dann gibt es Leute, die haben vielleicht in der Nähe eine Heizung stehen. Also, ich meine die Heizung des Raumes. Vielleicht ein Kamin. Whatever. Oder eine heftige Lampe. Oder eine heftige Lampe. Also, es ist ganz, ganz wichtig, einfach die Temperatur nochmal gegenzuchecken. Und es kann ja auch mal so ein Gerät defekt sein. Und ihr habt einen Fisch da drin. Ein Lebewesen. Ihr habt eine Verantwortung, das zu prüfen. Und die paar Euro sollten es euch wert sein. Und damit könnt ihr es dann überprüfen. Also wirklich Pflicht. Ganz gehört wichtig. In jedes Aquarium, ganz, wo ganz lebende wichtig, Tiere ja. drin sind. Bevor es den Bouillon gibt, ne? Lieber ein Thermometer. Kleine Bouillabaisse, ja. Ja. Katapas. Katapas. Handelbaumblätter. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie eine unverarbeitete Zigarre, ist aber nicht. Ja. Altes Laub von der Straße. Genau, Seemandelbaumblätter. Ja, sogenannte Katapa-Leaves. Ja, ist eigentlich sehr bekannt. Seemandelbaumblätter sind halt gut fürs Wassermilieu. Die geben Stoffe ans Wasser ab, die antibakteriell wirken. Das heißt, antiseptische Wirkung, ne? Genau. Ihr habt auch noch den Vorteil, dass da ja, der Keimdruck des Wassers ein bisschen positiv beeinflusst wird. Der Kampffisch, der mag das. Ihr könnt so einen leichten Schwarzwassereffekt erzeugen. Und das ist halt sinnvoll. Ihr dürft auch gerne beim Seemandelbaumblatt dann die Dosis etwas erhöhen. Solltet ihr auch mal ein Problem haben im Kampffisch, kann man da sehr schnell hier auch höher gehen mit der Dosis. Und das hilft den Tieren sehr schnell weiter. Kann man das nicht überdosieren? Doch, kann man schon, aber die wirkliche Überdosis, damit das wirklich irgendwie ein Problem wird, das ist so enorm. Ich glaube, da kommen wir mit der Packung nicht aus. Ich habe schon in asiatischen Foren Bilder gesehen, wo Kampffische oder auch andere Tiere allgemein in Katapa-Leaf in so einem Sud eingelegt waren, einfach um sie zu behandeln, wenn die Abschürfung oder irgendwelche Verletzungen vielleicht hatten. Ja, das ist halt diese antiseptische Wirkung, genau. Antibakterielle Wirkung. Ne? Genau, das ist also wirklich ein Wundermittelchen. Und ja, was passiert im schlimmsten Fall? Erstmal in normalen Dosen, es färbt sich leicht das Wasser, kriegt einen ganz leichten Touch, aber das ist nicht schlimm. Bernstein. Feinster Bernstein. Das war jetzt die Variante hochwertig und hochwertiger. Das heißt, wir haben hier eben klein und groß. Ihr habt jetzt mal so einen Einblick bekommen, wenn man das ein bisschen High-End gestalten will. Ja. Kampffisch-Aquarien müssen nicht pragmatisch nur sein, sondern dürfen auch schick aussehen. Und ich kann sagen, gerade so ein Fisch, der da vielleicht ist, wahrscheinlich alleine drin sitzt, also den biete ich doch eher einen Palast als, weiß ich nicht. Vor allem die Kampffische, die man mittlerweile bekommt, das sind ja wie Gemälde, kann man wirklich sagen. Ne? Das sind absolute Unikate. Ja, da hast du einen Kampffisch für 40, 50, 100, 150 Euro und dann hast du da ein Ding stehen. Was nach nichts aussieht. Ne? Also sollte schon irgendwie im Gesamtpaket passen, ist unsere Meinung. Hm? Ja, definitiv. Ja, aber wir sind auch so ein bisschen optisch verliebt manchmal in solche Sachen. Das ist einfach auch vielleicht berufsbedingt. Ja, und beim nächsten Video werden wir euch dann vorstellen eine Basic-Variante. Das ist dann so, ich nenne es mal das Volkskampffisch-Aquarium, was so in der mittleren, Preisklasse liegt, Einstiegs- bis mittlere Preisklasse. Und danach folgt dann das Video, wo der junge Mann hier, der gut aussehende junge Mann,
Wo ist er? Der wird euch dann die Gestaltung machen. Und zwar einmal von einem Blau 38er, so wie es hier steht, und einmal von unserem Volkskampffisch-Aquarium. Lasst euch überraschen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst vielleicht einen Kommentar da, einen Daumen hoch, abonniert uns. Wir würden uns super freuen. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.